Ich denke, wenn wir da anknüpfen, wo wir jetzt halt in der Vorrunde 2012 aufgehört haben, glaube ich, haben wir richtig gute Chancen, auch nach oben hin noch vielleicht den einen oder anderen Platz noch zu klettern. Allerdings denke ich, wenn wir realistisch sind und ja, einfach so den ganzen Verlauf der Hinrunde anschauen, denke ich, dass wir mit einem vierten Platz sehr, sehr gut leben können, wo wir momentan uns einfach auch befinden. Und ja, unser Ziel muss einfach immer sein, einerseits der Pokal natürlich, da fokussiert sich viel drauf, das Halbfinale, was ein mega Spiel wahrscheinlich wird für uns. Wenn man das gewinnt, ist gigantisch, das ist wahrscheinlich noch größer der Erfolg, als letztes Jahr das Halbfinale geschafft zu haben, weil es gegen Potsdam dieses Mal geht. Und natürlich auch in der Liga den einen oder anderen großen Gegner auch zu ärgern, die Spielerin natürlich selbst sich weiterzuentwickeln und einfach ja, sich auch zu präsentieren, weil wir wirklich, glaube ich, eine richtig, richtig gute Mannschaft haben, die sich in den nächsten Jahren noch sehr, sehr gut etablieren wird. Klar, im Vergleich jetzt zur Hinrunde hoffe ich und glaube ich, dass wir einen besseren Start erwischen werden. Das wird auch sehr ausschlaggebend sein dann für die weitere Rückrunde. Anfang März steht dann auch schon das DFB-Pokal-Halbfinale an und da werden wir natürlich mit allem, was wir haben und ja können, werden wir versuchen, nochmal ins Pokalfinale zu kommen. Und das ist ja für uns ein Highlight und in der Meisterschaft selbst werden wir versuchen, auch vorn dran zu bleiben und einfach so viel wie möglich Punkte zu machen, auch mal gegen die, die weiter hinter liegen, vielleicht jetzt mal mehr Punkte machen und genau, da relativ konstant zu bleiben. Also uns ist auf jeden Fall wichtig, ganz oben mitzuspielen. Ganz oben ist jetzt nicht mehr so möglich, aber halt unter die ersten vier Platzierungen zu kommen. Und mein ganz persönliches Ziel ist einfach irgendwie wieder auf die Beine zu kommen und vielleicht auch mal ein oder die andere Spielminute länger zu bekommen. I think that, you know, we start off with a hard beginning of the season. We start with Wolfsburg, which is never going to be easy. And I think great addition adding Amber as well. And, you know, the Pokal is obviously a big thing for us, defending the title and continuing to play well as we kind of finish out the end of the season. We had a much better second half than we did first half of the season. Well, we finished the first part of the season very well, kind of built some momentum going into the winter break. I think we're just looking to build off of that and, you know, try and get a few early wins to help us get confidence and make it back to the Pokal final. Ja, wir haben eben am Ende der Hinrunde ganz gute Leistungen gezeigt, aber wir wollen natürlich jetzt in der Rückrunde daran anknüpfen und zeigen, dass es nicht nur eine kurze Phase von uns war. Wir wollen uns eben als Team, wie wir es die letzten zwei Jahre jetzt versucht haben, eben weiterzuentwickeln, an Leistungen anknüpfen und uns einfach stetig verbessern. Und natürlich ist auch ein Ziel das Pokalfinale. Wir spielen gegen Potsdam im Halbfinale, wollen da natürlich wieder nach Köln fahren. Das war ein tolles Erlebnis nächstes Jahr. Und im Pokal ist, denke ich, immer alles möglich und das sind so unsere Ziele. Ja, ursprünglich war die Marschroute, wir sind letztes Jahr Sechster geworden in der Liga. Wenn wir uns da verbessern, das wäre schon mal Platz 5, wäre das schon mal eine tolle Sache. Das wollen wir unbedingt schaffen. Wir wissen, dass jetzt, wenn wir beim ersten Spiel starten in Wolfsburg, ist ein ganz schweres Spiel. Wolfsburg wird sicherlich versuchen, dieses Jahr die deutsche Meisterschaft zu holen und in Wolfsburg ist es nicht allzu leicht zu spielen. Aber das ist das erste Spiel für uns, das zweite Spiel, glaube ich, für Wolfsburg dann zu dem Zeitpunkt, da sie ein Nachholspiel haben und wir hoffen einfach auch, dass wir sie zu einem günstigen Zeitpunkt erwischen. Und im Pokal sind wir im Halbfinale. Wir waren letztes Jahr im Finale, sind Pokalsieger geworden. Wir haben einen riesengroßen Traum, es wieder bis nach Köln zu schaffen. Und an einem sehr, sehr guten Tag können wir das auch in Potsdam schaffen, obwohl man sagen muss, dass das eigentlich ja, ein hartes Los für uns ist. In Potsdam, das ist eine kleine Festung und die Potsdamer haben heute aktuell den Hallencup gewonnen, haben auch wieder untermauert, über welches Potenzial sie verfügen. Und nichtsdestotrotz, wir haben eine Außenseiterchance, wie auch im Finale letztes Jahr gegen Frankfurt. Und dass wir diese Chance auch mal nutzen können, haben wir gezeigt.